Hallo Leute, am Freitag, den 19.06.2020. Heute war Claudia da. Es war ein ganz interessanter Tag. Wir haben über viel gesprochen, waren kurz draußen, aber es war sehr windig und waren circa eine Stunde draußen oder so. Und dann hat es zu regnen begonnen. Dann haben wir noch abgewartet, dass das Regnen dann aufhört. Und sind wieder reingegangen. Und morgen kommen Claudia und Sonja. Wir hätten geplant, zur Donau zu fahren, aber ich habe heute erfahren, dass ich eine akute Blasenentzündung habe, was sich langsam zu Nierenbeckenentzündung entwickelt. Und das Antibiotika, das ich jetzt nehme, da darf ich nicht in die Sonne. Ich verstehe zwar nicht warum, aber und ich darf 2 Stunden keine Milchprodukte vorher oder nachreißen, wenn ich das Antibiotika nehme. Ich verstehe zwar den Grund nicht, weil mir das fremd ist, dass das nicht geht und dass ich die Sonne meiden soll, wenn ich Antibiotika nehme. Aber es sagt das Wetter sowieso nicht so schön an und dann werden wir uns bei mir treffen und bei mir zusammensetzen und das nächste Mal wieder wegfahren, wenn es schöner ist. Weil wenn es regnet, hat sowieso keinen Sinn. Und auf das freue ich mich schon. Ich hätte mich auf morgen auch gefreut, aber da es morgen nicht möglich ist, gesundheitsmäßig, müssen wir das auf ein andermal verschieben. Ich merke auch, dass mein Gesicht total aufblüht seit ein paar Tagen, weil die Entzündungswerte im Blut zu hoch sind. Ich habe hier im Kinn einen Biss von einer Spinne oder so. Also Claudia hat gemeint, das ist ein Spinnenbiss. Da habe ich 2 Punkte, die sind entzündet und geschwollen. Ich hoffe nicht, dass es eine Spinne war. Ich hoffe, dass es was anderes war, was mich gebissen hat. Aber das ist mir gestern, nachdem ich mit meinem Vater draußen war, am Abend aufgelaufen und ich hätte nicht bemerkt, dass es eine Spinne gewesen wäre oder sonst irgendein Insekt. Das war plötzlich da. Und woher es kommt, weiß ich nicht. Es ist beides jetzt aufgekratzt und rot und brennt. Aber die harten Knubbel sind weg. Da ist auch was rausgegangen. Ich habe immer gehört, 3 Bissspuren sind von der Spinne. Ich habe auch hier im Zimmer keine Spinne gefunden und hoffe, dass auch keine ist, weil ich habe große Arachnophobie und das wäre schlimm für mich. Aber ja, ich habe außerdem seit 2 oder 3 Tagen Zahnschmerzen. Das muss wahrscheinlich wurzelbehandelt werden, so wie das pocht. Und heute ist es den ganzen Tag gegangen. Nur jetzt am Abend hat es mehr wehgetan. Und jetzt habe ich wieder ein Schmerzmittel genommen. Natürlich ist es nicht gut, wenn ich Schmerzmittel mit Antibiotika kombiniere, aber was soll ich machen, wenn es weh tut? Und mir tut auch der ganze Körper weh. Also ich merke langsam, dass ich krank bin, weil mir alles weh tut. So richtig grippig. Und das ist natürlich blöd, aber was soll man machen? Ich hoffe, dass es nicht zu einer Nierenbeckenentzündung führt und dass es vorher abklingt und dass meine Nieren bald weniger weh tun. Aber es sieht momentan so aus. Es hätte ja eigentlich geheißen von der Hausärztin, dass ich ins Spital soll,
für Infusionen gegen die Blasenentzündung, weil es da Antibiotika dritter Generation gibt, die man über Infusionen gibt, die besser wirken. Aber im Spital haben sie gesagt, wegen Keimen muss man nicht ins Krankenhaus oder wegen Blasenkeimen und wollten mich nicht aufnehmen. Mein Vater hat eh alles probiert. Ich war heute Morgen bei Kerstin. Es war ganz erfolgreich eigentlich. Es war ein bisschen mühsam, weil ich doch sehr müde war. Und mir das Reden oft schwer gefallen ist, weil mir die Augen zugefallen sind. Aber das, was wir besprochen haben, war ganz sinnvoll und wir haben uns auch das Ziel gesetzt, jetzt autogenes Training zu machen. Und das zu vertiefen bei dem nächsten Mal. Sonst kann ich euch nicht so viel erzählen, was die Therapie angeht, weil es sehr persönliche Dinge waren. Und ich soll auch Miss Claudia oder Sonja die letzten Wochen aufschreiben, was so wirklich schwer für mich war, die letzten 12 Wochen von der Quarantäne und dass der Hund gestorben ist und die Katze und was davon mich wirklich beeinflusst hat und was es mir so schwer gemacht hat, zu Hause sozusagen gefangen zu sein, mehr oder weniger. Und soll das chronologisch aufschreiben. Und das werde ich mit Sonja wahrscheinlich machen, weil sie mich doch besser kennt und die Zeit nutzen und das beim nächsten Mal zumindest mit ihr durchgehen und aufschreiben oder zumindest mal durchdenken. Sonst gibt es wirklich nicht viel Neues. Heute ist nicht viel passiert und am Mittwoch kann ich trotzdem Katheter tauschen. Da müsste ich mit dem Antibiotika schon fertig sein. Und wenn mir das Antibiotika jetzt aber recht im Magen schlägt, und das habe ich heute schon gemerkt bei der ersten Tablette, dass mir schlecht wurde und so, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Dann muss ich doch stationär gehen und Infusionen bekommen, die nicht so am Magen gehen. Ich meine, Infusionen gehen auch über den Magen, aber nicht so stark wie Tabletten. Und das wäre halt dann noch eine Lösung, wenn sie mich dann nehmen. Ich meine, wenn eine Hausärztin rät, dass man ins Spital geht, sollte das Spital sich nicht dagegen wehren. Aber das ist halt nur meine Ansicht. Und der Pickel hier ist nur noch eine Wunde, die ich mir immer wieder aufreiße und die immer wieder dran blutet und läuft. Aber da ist nichts mehr drin. Ist ganz glatt. Hier habe ich einen Pickel. Da bin ich noch rot. Und hier habe ich mir auch einen Pickel ausgedrückt. Das ist jetzt eine Kritze drüber. Oder eine Schorf drüber. Ich merke einfach, dass die Entzündungswerte im Blut höher sind, weil ich so aufblühe. Da hilft auch das Polarzeus-Mittel nichts. Wenn die Entzündungswerte im Blut so hoch sind, reagiert natürlich die Haut darauf.
Und da kann man nichts machen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir seit dem Gespräch mit Kerstin auch wieder etwas besser. Und heute konnte ich es gut aushalten, dass Claudia da war bis 18 Uhr. Und das freut mich und es waren positive Gespräche. Und ja, ich merke, dass etwas vorangeht und dass es mir besser geht und dass ich Sachen besser im Griff habe. Und das freut mich. Und dass ich mit meinem Tagesplan besser zurechtkomme. Zwar sehr müde bin, aber mich doch immer wieder aufraffen kann. Und das ist das Wichtigste. Und das ist alles von heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Tag, wann ihr mir das Video seht. Habt euch lieb. Ciao. Eure Ines.